Hab doch alles rausgenommen, warum konnte... Hä? Och man, dieses Spiel! So Leute, wir sind heute mal unterwegs in der Minecrafter-Rolle. Leute, wenn ihr Minecraft feiert, lasst ein Like da, lasst auch ein Abo da. Grüße gehen raus an TokAint, der mir das Ganze hier geschickt hat, denn er ist der Entwickler von der Mod. Und Leute, ich würde sagen, wir starten sofort im Easy Mode und schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsmob ist in Minecraft. Und ihr seht schon, Alter, wie nice sieht das denn bitte schön aus, Leute. Was wir in diesem Spiel machen müssen, ist relativ simpel. Wir müssen Aufgaben erledigen. Wir sehen oben links, wie viele Aufgaben wir schon erfüllt haben. 0 von 12 aktuell. So, und ich würde sagen, wir drücken mal auf Use und nehmen uns hier erstmal ein paar Sachen heraus. Komischerweise kann ich die Sachen hier nicht rausnehmen. Keine Ahnung warum, aber Fakt ist, wir haben jetzt zum Beispiel ein paar Blöcke bekommen. Ihr seht, 11 Blöcke habe ich insgesamt und die kann ich hier platzieren, wie ich lustig bin. Denn es werden uns gleich versuchen, andere Spieler, also Computer, anzugreifen. Und ja, diese Computer können wir abhängen, indem wir uns zum Beispiel hier unsichtbar machen mit Hide oder wir bauen mit den Blöcken. So, und ich habe jetzt schon eine Axt, wie ihr sehen könnt. Und das heißt, ich kann jetzt hier die Bäume easy peasy abbauen. Ihr seht, bumm, ich drücke auf Use und einmal ein bisschen hier dran robben. Zack, 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 zack. Und der Baum ist abgebaut. Und wir haben oben links, wie man sehen kann, auch ein wenig Holz bekommen. Die Map ist auch mega, mega nice gemacht, meiner Meinung nach. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Sehr, sehr schöne Map. Gefällt mir sehr, sehr gut. Minecraft wird auch noch auf meinem Kanal kommen, weil mich einige in den Kommentaren gefragt haben. Allerdings war ich in den letzten Tagen nicht zu Hause. Ich war leider auf einer Beerdigung. Und dementsprechend habe ich ein paar Videos im Voraus aufgenommen. Aber jetzt in den nächsten Tagen werden wieder aktiver Minecraft-Videos kommen. Natürlich als Zweitvideo, wenn dann immer um 18 Uhr und auch nicht täglich. So, und oh mein Gott, ihr seht schon, wir werden jetzt hier gejagt. Lol, oh mein Gott, der hat mich jetzt getötet. Junge, was ist denn das für eine Maschine? Ich dachte, ich könnte die Blöcke benutzen, um sie abzuhängen. Naja, Fakt ist, wir können jetzt hier auch weiter... Ah, wir können die Blöcke auch wieder abbauen. Ah, okay, okay, okay. Gut zu wissen. Weiß ich aber nur Bescheid. So, wir haben jetzt zum Beispiel hier diesen Fisch gesammelt. Lol, was? Oh mein Gott, ich bin schon fast wieder tot. Also ich kann gar nicht sterben. Kann das sein? Liegt das am Easy-Modus? Also ich regeneriere? Nö. Oh, doch, ich kann sterben. Ach Mann, ich dachte, ich kann gar nicht sterben. So, also Leute, nachdem wir herausgefunden haben, dass wir doch sterben können, nochmal ganz schnell hier, zack. Also, wir waren ja noch nicht so weit, ne? Also alles gar kein Problem hier. Einfach ganz kurz die Bäume abbauen und zack, einmal ganz kurz abbauen hier. So, einmal hier rüber gehen. Also das sollte noch sehr schnell machbar sein, wieder am gleichen Punkt hinzukommen, wo wir waren. Wir hatten 4 von 12 Aufgaben erledigt. Das ist ja in 0, nichts gemacht. Also, dieses Spiel gibt es auch übrigens nicht zum Download oder sonst was. Das ist einfach nur ein privates Projekt. Deswegen Grüße gehen raus an TokAint, der mir das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Leider kann ich euch das nicht geben, Leute. Ne? Seid mir da nicht böse. Und diese Blöcke bringt tatsächlich gar nichts, ne? Das ist ein bisschen schade. So, einmal alles ganz schnell mitnehmen hier. So, perfekt. Ah, da haben wir was vergessen? Hä? Nee, wir können die Kiste aber nicht aufmachen. Okay. Lol, da haben wir noch eine Kiste. Wir stellen es einfach neben diesen Typen da. Oh mein Gott, er hat einfach nichts gemacht. Beste Leben. Das Ganze hier soll an Manhunt angelehnt sein. Also ich denke mal, die meisten von euch kennen Dream. Das ist ein englischer YouTuber, Minecraft-YouTuber, wie man es auch nennen möchte. Oh lol, okay, Item-Frame-Aufgabe haben wir fertig. Hier nehmen wir auch nochmal ganz schnell alle Sachen raus. Wir sind auch schon bei 5 von 12 Aufgaben. Also eigentlich ganz gut dabei, würde ich mal behaupten. So, ich gehe mal ganz kurz hier auf die andere Seite. Ich frage mich nur aktuell, was das bringen soll, die Blöcke zu platzieren. Also irgendwie sehe ich da nicht so ganz die Logik drin, ehrlich gesagt, die Blöcke zu platzieren. Aber vielleicht finden wir das ja noch hier raus. Wir sind aktuell auch, wie man sehen kann, in Upper Cave. Also ich muss sagen, es ist schon wirklich gut gemacht, ne? Eine richtig, richtig coole Mod. So, ich weiß jetzt nur nicht, welche Aufgaben muss ich denn jetzt hier noch so machen? Ah, lol! Okay, bei... hä? Ach, ich muss einfach alle markieren. Oh mein Gott, er hat mich fast getötet und ist dann gewendet. Lol, ich kann sogar unsichtbar die Aufgaben machen. Okay, einmal drehen in Item-Frame-Position. Natürlich hier auch alles mitnehmen. Ich verstehe halt echt nicht, warum ich nicht, craften? Warum ich nicht alles aus der Kiste herausnehmen kann, ne? Verstehe ich nicht, keine Ahnung, warum. Aber gut, vielleicht muss ich das auch nicht verstehen. Ah, lol, da ist schon wieder jemand aus der Kiste rausgekommen, aber...
Ja, warum kann er denn durch die Blöcke? Ah, jetzt kann er nicht durch die Blöcke rennen. Ah, lol. Hä, irgendwie buggt das wohl ein bisschen herum. Es buggt wohl ein wenig herum. Jetzt ist meine Maus irgendwie ausgegangen. Hä? Was denn jetzt los? Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Ey, Maus, hör auf. Ich kann die Maus nicht mehr bewegen. Mach dich... Nein! Jetzt ist mein Spiel gecrashed. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. So Leute, auf ein neues. Ich glaube, jetzt habe ich aber mittlerweile wirklich alles verstanden hier in diesem Spiel. Also oben, oh Gott, bei dieser Ofenaufgabe habe ich jetzt mittlerweile gecheckt. Also ich brauche bei dieser Ofenaufgabe oben auf jeden Fall 10 Holz, bevor ich da hingehe. Alter, okay, ich mache mich einfach unsichtbar und gehe ganz kurz hier an die Kiste, weil da muss ich auch noch rangehen, um mir das ganze Holz hier zu schnappen. Also 10 normales Holz brauche ich da für diese Ofenaufgabe. Davor brauche ich da gar nicht antanzen. So, also, ganz kurz einmal hier drehen. Lol, ich werde schon wieder angegriffen. Oh mein Gott, bleib stehen. Beruhig dich, ey. Ganz ruhig hier. Oh mein Gott, okay. Lol, was? Nein. Okay, knappe Angelegenheit. Ganz schnell einmal hier drehen, perfekt. Ganz kurz einmal hier looten. Auch sehr gut, genau. Ich kann da irgendwie nicht draufdrücken, warum kann ich... Hallo? Hä? Hab doch alles rausgenommen, warum konnte... Hä? Och man, dieses Spiel! So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder am gleichen Punkt, wie ich vorhin war. Also, jetzt kann ich da, glaube ich, rangehen. Ja, oh Gott, ich brauche ein Holz, come on. Als ob ich einfach ein Holz mehr brauche. Ah, jetzt, perfekt. Okay, jetzt soll es passen, Sehr schön. Das heißt, wir haben 11 Holz. Das packen wir dann alles hier in den Ofen rein. Genau, 6 von 12 Sachen haben wir schon fertig. Also das Spiel ist ein bisschen verbuggt, sagen wir es einfach mal so. Aber trotzdem, also es macht trotzdem Spaß, ne? Ich beschwere mich ja auch gar nicht oder so. Nur natürlich ein bisschen ärgerlich ist das schon, dass das immer crasht, wenn es gerade eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Oh Gott, nein. Und oh, unsichtbar. Okay, ich konnte mich noch unsichtbar machen. Ich kann jetzt leider nicht mal an die Truhe rangehen. Wohin der rennt? Ich habe keine Ahnung. Einfach gegen eine Wand gerannt. Beste Leben. So, einmal den Diamanten hier drehen. Perfekt. Sehr schön. Einmal die Sachen aus der Kiste nehmen. Oh Gott, da kommt schon wieder der böse Kollege hier, ne? Der böse Kollege. Ich renne hier einmal um den Block, sage ich jetzt einfach mal. So, jetzt muss ich unten noch ein paar Aufgaben machen, wenn ich mich nicht täusche. Oh, hier haben wir eine Enchantment-Aufgabe. Die kann ich aber... Nee, doch keine Enchantment-Aufgabe. Ich dachte, es wäre eine Enchantment-Aufgabe. Einmal nach rechts. Ah, okay. Coole Aufgabe auf jeden Fall. Einmal hier im Item-Frame drehen. Perfekt, perfekt. Also ich glaube, wenn man einmal hier den Dreh raus hat, dann geht es eigentlich, ne? Ich meine, ich bin jetzt hier nicht das perfekte Beispiel, weil ich mehrere Male gefailt habe. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder angegriffen. Aber ich mache mich einfach unsichtbar. Kein Problem. So, und hier auch nochmal nach rechts. Perfekt. Und jetzt haben wir hier nochmal die Item-Frame-Aufgabe und jetzt sind wir fertig in 2 Minuten und 38 Sekunden. Leute, das ging ja jetzt wirklich schneller, als man gucken konnte. In dem Sinne würde ich sagen, das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen dann auch hoffentlich bei einem Minecraft-Video um 18 Uhr. Bis dann und ciao.